Ein Portal-Maker. Wenn ihr schon mal gefragt hat, welche die schlechteste Rolle ist. Es ist der Portal-Maker. Hello Zero's Play. Ich habe mal so ein Pyro-King gelernt. Cool, dass du immer noch YouTube machst und streamst. You're fine. It's a long, long time ago. Meine Task. Aber okay. Boah, also derjenige, der Geisti da getötet hat, du hast richtig, richtig Glück gehabt. Danke. Okay. Ja, da ging ja noch Fuß von weg. Aber richtig. Aber ja. Hast du mal die Blattispur? Stucki, wo bist du? Ich würde dich gern shiften. Ich will dich ragen sehen. Oh, oh nein. Nein. Oh nein. Gäste, oh. Bitte raus. Katze, such ihn und finde ihn und gib ihm den Leiter. Ja. Bist du Anti-TP, Stucki? Leider nein. Oh, we're in for a ride. Mächti? Ist das der Kill for Electrical da irgendwo? Ja, an der Pylone liegt. Okay, ja. Dann würde Blueberry maybe in Frage kommen. Shoshi, Smeggy und Connor waren es auf keinen Fall. Die waren nämlich noch im Dropship, als ich runtergelaufen bin. Warte mal, Toffel. Die Person, die Geisti getötet hat, ist unter Koms in den Vent gesprungen. Und warum nimmst du Blueberry jetzt raus? Ich nehme Blueberry nicht raus. Ich hab das revidiert. Connor, Smeggy, Shoshi und ich waren noch im Dropship und ich bin die erste von uns, die runtergelaufen ist, und ich habe gerade den Report-Button bekommen. Ich würde Yam rausnehmen. Es sei denn, ich habe gefettfingert. War das in Kamo? Du hast gefettfingert. Okay. Der Kill muss in Kamo passiert sein. Der Kill ist in Kamo passiert, ja. Ja, wo ist Bernie eigentlich? Sie war doch auch noch oben im Dropship. Bernie hat Fußspuren von sich weggehen Richtung Office. Von Navigation, würde ich sagen, oder Weapons? Achso. Eher Weapons, glaube ich. I don't know. Also müsste die Office-Bereich liegen, oder was? Nee, in Office müsste der Killer sein. Achso, zwischen Weapons und Combs ist ein Kill, ne? Ja, okay, wenn ja, genau, dann ist das nicht Geist hier. Dann also, ich bin im Lab und am L im Gang. Joshi ist auch in der Kann das jemand bestätigen? Nee, ich bin alleine da. Meins kann auch niemand bestätigen. Die Türen sind gerade zugegangen, das kann ich dir noch sagen. Ich gebe Dasher an Ali. Lohn und. Dasher, kein Problem, ich hab dich. Ah, okay. Dasher und Yam. Ich skippe, ich muss vor Katze flüchten. Ja, das habe ich gerade zugemacht. Stucki, wenn du das möchtest, kann ich dir auch noch Funfact-technisch kurz aufzählen, was ein Nussallergiker nicht essen sollte. Nüsse, Nusskuchen, Nussriegel, grundsätzlich Backsteine, Autoreifen und verschiedene andere Dinge. Nusseis! Nusseis. Nusseis kann man essen. Keine Backsteine. Weil da keine Nüsse drin sind. Kein Ding. Ja, doch, manchmal schon. Warum die Backsteine? Und Haselnüsse. Weil da Walnüsse drin sind. Walnüsse. Walnüsse. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Nutella ist sehr wichtig. Aber Katze, wenn ich keine Nussallergie habe, darf ich dann einen Backstein snacken? Du darfst immer einen Backstein snacken. Du kannst auch alles essen, nur die meisten Sachen halt nur einmal. Ach, mit einer Backsteinallergie? Dann wird's schwierig. Ist mal halt doof. Stucki! Du hast eine Frage zu One Piece, die dir jemand beantworten soll. Es gibt eine Sache, die dich total beschäftigt. Komm, hau raus. Ich entscheide aber noch, ob ich dir eine Troll-Antwort gebe oder eine echte Antwort gebe. Ich versuche sie trotzdem spoilerlos zu halten, wenn das geht. Nein, ich hab's gesehen. Stucki, du bist viel zu langsam. Nein, Ali. Zu die Tür war zu. Ja. Zu Ali. Zu Ali, da war zweimal Zwiebeln. Ich war so, was machen die Idioten da? Warum? Nein, ich hab sogar noch ein drittes gelegt. Ich hab die vierte Zwiebel gelegt. Was? Aber warum tötest du sie zu Ali? Hab ich nicht. Ali.
Außerdem hast du Smaggy reportet. Warum? Was stört dich daran, dass ich seinen Namen calle? Ja, aber wenn du den Namen nochmal sagst, dann sagst du. Moto Connor. Hallo! Weil der Name falsch ist. Connor. Ich vote jetzt aus dem Grund, Knechti war es. So. Enoch. Cool. Boah, und was, wenn ich dir sage, ich war es gewesen? Prosecutor-Opfer. Dann warst du übelst fast wie so Sonic und Speedy Gonzales zusammen. Stucki, ich möchte übrigens, dass du weißt, dass ich es nur fürs Meme gemacht habe, ne? Ja, alles gut. Ja. Ich glaube, dass Connor Camouflage ist. Könnt ihr mich noch als Hacker rausgessen, kann's nicht, bitte? Ich kann's nicht schicken. Tut's nicht, Leute, sonst weißt ihr meine Rolle nicht so auch. Das will ich Connor, nicht. Du solltest halt, bevor du tötest, den Camo anmachen. Ja. Ich glaube, Connor ist wirklich Camo. Zu Ali, ach nee. Jetzt rollt gerade echt die letzte Runde rein. Ist okay. Also Suali ist richtig. Suali könnte Kinder sein. Der hat gewickelt wie so ein Irrer. Vorstand. Ja, ich wollte mit dir wohin gehen. Achso. Ja, aber oder warte mal, was sagt aber nicht hinter den Stein. Na. Hast du denn was gesehen, Katze? Weil du kamst doch gerade vom Stein. Ich bin legit, nee, ich wüsste nicht, dass ich vom Stein gekommen bin. Ich bin gerade legit einfach nur Stuggy am Anfang hinterher gelaufen und seitdem jetzt, bin ich irgendwo in Weapons. Jetzt rausfotet, der hätte mich nicht gedrückt, wenn diese Tür nicht zu gewesen wäre. Dann haben wir Morphing drin. Weil du kamst gerade vom Stein. Ich war es nicht. Leute, ich bin gucken, fucking Medium. Nee, ich stehe immer noch in Weapons mit Toffel. Wenn mich rausfotet, dann GG. Oh, wir haben jetzt einen Side-Arc aufgemacht mit einem Morphling. Was habt ihr? Bitte Hacker auf mich. Oder dann nachher auf Katze. Es gibt, glaube ich, noch einen Morphling, weil Katze kam, glaube ich. Ich werde so rausgevotet wegen der Scheiße jetzt. Connor, ich möchte nur ganz kurz sagen, das ist dieses Meme, wo du hingehst mit dem Fahrrad, dir selber einen Stock in die Speichen setzt und dann am Ende hinfällst und sagst, boah, voll unfair. Also. Ja, ist auch unfair, hallo. Ich habe doch nur gesehen, was ich gesehen habe und dann werde ich beschuldigt. Was soll das? Das ist denn gesehen eigentlich? Hat das irgendwas mitbekommen? Das ist so wie, wenn jemand neben dir steht und sagt, mach das Stock zwischen deinen Speichel rein. Okay, ich mache den Stock zwischen meinen Aua! Also das Problem an der ganzen Geschichte ist, Connor, wenn du ein verrückter Wissenschaftler bist und du findest heraus, dass Mayonnaise die Welt zerstören wird. Wenn du dann in der Ecke sitzt auf einer Parkbank und alle warnen willst, indem du 10.000 Mal Mayonnaise sagst, denken die Leute, du bist crazy. Nicht, dass du eine Ahnung davon hast, dass das die Welt zerstören wird. Mein Kopf explodiert gleich. Was? Warum hacken wir denn jetzt auf Mayonnaise? Was hat denn Mayonnaise euch irgendwann in eurem Leben getan? Gibt es nicht sogar Japa-Soße oder so? Gibt es Japa-Soße? Ist das, lol, das Naming Scheme ist mir vorher nie aufgefallen mit Japanese und Mayonnaise, ist ja insane. Ach, Yuppie-Soße, okay, ja gut. Ups, ja gut. Dann ist alles gut. Also, bei der Thousand Sunny handelt es sich um ein mittelgroßes Piratenschiff, eine sogenannte Galeere. Im One Piece Universe gibt es einige Schiffe, die weit größer sind, deswegen mittelgroß. Es ist eines der größten Schiffe in der Hinsicht, wie sie normalerweise gebaut werden und kann mehrere Mann befördern, nicht im Gegensatz zum vorherigen Schiff der Thousand Sunny, die eine gewisse Kapazität hatte von ungefähr 10 Leuten, die da an Bord hätten leben können, aber sehr, sehr auf engem Raum. Die Thousand Sunny ist um einiges größer. Unter dem Bauch der Thousand Sunny befindet sich ein Docking-System von Frankie entwickelt, das du dir vorstellen kannst wie ein Zugdock, das im Endeffekt verschiedene Batterien hat, in denen verschiedene Sachen sind. Teile eines Panzers, Teile eines Roboters zum Beispiel, U-Boot-Teile und sowas. Diese Sachen können durch die Docking-Stations geöffnet werden und haben dann eine im Schiff befindliche Bay, also eine im Schiff befindliches Dock, mit dem sie theoretisch die Sachen rausfahren können. Das Ganze ist von Frankie entwickelt und beinhaltet, dass das Schiff selber in sich drin als Ingenieur nochmal zusätzlich Funktionen hat. Außerhalb der Ghost Cannon, die es schon so allgemein hat, hast du dann da drin, wie gesagt, ein Submarine, irgendwie ein Skypier-Roller und so weiter und so fort. Hallo der! No, der schon mal's gut! Ich habe auch mit meinem Leiterkegel, Shoshi war da in der Nähe, aber die Tür waren zu, also ich könnte den Kill nicht gemacht haben. Als ob du die Rolle jetzt wirklich richtig ausspielst. Ich dachte, du stellst dich in die Ecke und machst nichts mehr. Nein. Kann ich mal jemand gessen, bitte? Nein. Oh, wo denn? Traut und ich nehme so Katze mit. Er ist Hacker. Es ist please don't. Was? Wer soll auf was gegessen werden? Ich auf Leiter. Ich auf Leiter. Und Katze auf Hacker. Bitte nicht. Ich bin Medium. Wir lügen Toffel, immer, Toffel, tu's nicht, glaub mir, wir sind das ganz sicher nicht.
Toffel, bevor du das machst, Connor bitte auf Camouflage. Nein, und vorher nehme ich Blueberry raus. Und Shoshi kann den Kill nicht gemacht haben, weil die Tür zu war. Ach, Franz, weißt du was? Ja, okay, war ich leider nicht richtig. Wie, Franz? Sorry, Toffel. Was hast du denn jetzt gegessen? Hey, na, Connor auf Camouflage. Gute Franz. Warum denn? Es ist insane. Zwei Safe Guesses auf dem Board und ja, sie nimmt den Connor Camo Call. Ja, weil sie ein Roommate ist. Sie nimmt Camo. Franz. Ja. Ich vote Franz. Naja, wegen Camo. Franz hat Toffel sich vergessen. Ich vote Connor. Ich bin Camo, hallo. Ich hab mich auch gewotet. Warte mal, Camo. Jetzt? Ja, weil ich die Mayonnaise outcalled habe, gleich in der ersten Runde wieder. Es ist die Mayonnaise gewesen. Zu Ali fliege ich jetzt? Ich hab Nein. Ich habe nicht aufgepasst. Ich würde eher als Fallen betiteln, als ja. als Fliegen. Fallen sind übrigens eine Kartenart in Yu-Gi-Oh!, die erst eine Runde verdeckt liegen müssen, bevor man sie aktivieren kann. Richtig. Es gibt eine Unterart der Fallen, die nennt sich die Counter-Trap. Diese ist Spellspeed Try. Dann habe ich gewonnen. Ich habe geskippt, Franz. Aber ich glaube, das hilft dir nicht. Spellspeed 3 existiert nicht, bevor jemand ausrastet. Offiziell Spellspeed 3. Franz, das heißt Leiter und Hacker, ne? Das sind die Safe-Guesses. Ja, macht aber keiner. Uns glaubt halt kein Mensch, Dugi. Ich werde nicht fliegen. Ja, du fällst ja dann, auch, wie gesagt, ich meine, heutzutage gibt es ja auch das Deutschland-Ticket, dann fährst du halt Zug. Oh, hm? Shit. Also, ich hatte hier geskippt. Ja, ich werde jetzt halt skippen. Ich wurde irgendwie. Ich glaube, der wäre sogar nicht geflogen. Ich höre, wieso wurde denn Connor? Ah, ich habe vergessen, ich habe nicht geskippt. Ich habe Connor gewotet. Vier Böse, also. Genau. In die Lava. I am a gute Katsu. I am very fine. I am a gute Katsu. Ich komme hier gerne rein. Uiuiuiuiuiui. Kamikaze Cat. Dankeschön für deine 9 Monate Treue. Dankeschön für deine unterstützende Unterstützung. Ja, ist ja allgemein, ist, ne? es gibt alles Gute zum Geburtstag. Allgemein kann man natürlich den Anime so schauen, wie man ihn möchte. Ich bin großer One Piece Fan. Grundsätzlich, ich mag den Anime wirklich sehr, aber das liegt halt auch wahrscheinlich wirklich daran, dass man es lange auch gesehen hat und auch jetzt mittlerweile sehr, sehr tief in der Story ist. Früher als Kind hatte man ja nicht besonders viel, nenne ich es mal, Auswahl im Free TV, wo man jetzt gesagt hätte, yo, weiß ich nicht, Digga. Jetzt gucke ich mal nur Anime 1, 2 und 7. Aber du hast halt theoretisch die Dinger dann A bis Z durchgeschaut und hast halt irgendwann auch gesagt, yo, gucken wir da weiter. Macht sich gut. Ne? Schaust du jeden Tag die neuen Folgen? Nein, ich bin Manga aktuell. Ich habe seit dem Wano Kuni Arc keine einzige Folge mehr gesehen, weil ich mir momentan die Folgen für Binge-Watchen aufhebe. Das bedeutet, wenn ich dann irgendwann wieder richtig Zeit habe, um mal irgendwie während einem Projekt oder sowas oder während einem größeren Schnittzeitraum oder irgendwas anderem, wo ich Content schneiden muss oder so, die Zeit habe, wirklich einfach nur den Anime zu schauen, also die Artistic Choice vom Anime zu schauen, habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze ordentlich zu interpretieren und ordentlich zu sehen und ein Bulk zu gucken. Also wirklich ein paar Stunden am Stück. No. Yam liegt im Lab. Raffi dürfte den Kill nicht gemacht haben oder Yam hat geschossen. Ich stand gerade in 2 Traps. Ich habe mich echt verarscht gefühlt. Ist umgefallen. Ist sie gerade umgefallen? Nein, bei mir lag sie schon. Also keine Kill-Animation. Ich bin der Meinung, die ist gerade erst umgekippt. Aber das Licht ging, glaube ich, gerade aus. Ne? Kann das sein? Licht ging gerade aus, ja. Wurde gerade dunkel. Piu. Please. Ich bin Hacker. Ich habe mich in Minesweeper gehackt. Piu, piu, piu. Ich bin Hacker. Okay. Nee, du bist Angie. Du bist Hacker, wild. Ich bin Angie? Krass. Oder Katze. Könnte Warlock sein. Witzig, also, die Angie bin ich 100%ig nicht. Warst du nicht Hacker oder Leiter? Ja, eben. Er ist Hacker. Deswegen ja. Also. Wir können das die Gruppe hier. Ich nicht, aber ja, ich kann nicht guessen. Das hätte ich schon lange getestet. Just for the lulz. Ich habe Stucki wirklich den Leiter geschiftet.
weil er nicht weglaufen konnte wegen der Door. Aber weil uns halt keiner wegen unserem Troll-Shit glaubt, können wir gerade einfach easy durch die Gegend laufen und alles machen. Ich kann halt nicht essen, es tut mir leid. Das ich wollte ihn auf den Fuß fallen lassen. Bitte was? Was? Das war mir ist was auf den Fuß gefallen, Sound. Den habe ich neulich, als ich mir das Gefährt gestapelt habe. Tasche. Ja, du bist der Zollstock auf den Fuß gefallen. Oh. Ja, aber der kann gar nicht so wehtun, außer er ist 4 Meter lang. Kommt drauf an, wenn der Papierzeug, das ganze Papierzeug vom Zoll noch dran ist an dem Stock, dann könnte das schon schwer werden. Die Klappe. Entschuldigung, oh. Also, also Raffi ist auf jeden Fall nicht gedacht. Das war kein Bait. Nee, okay, also zumindest nicht für den Kill. Ja, im Lab. Im Lab. Im Lab. Am Durchgang. Genau, am Durchgang hoch zur Temperaturtask. Ja, also wir haben ja theoretisch noch den Corner-Call von vorhin mit Suali, wo er 35 Mal das gleiche Wort gesagt hat. Das hieß Suali und dachte, dass er dadurch einen Call macht, wer böse ist. Da wir keinen Guesser haben, Joshi, wie ist es so? Ich habe Schmerzen, aber ich bin nicht böse. Aber das gleiche könnte auch Raffi fragen. Ja, Maul! Was ist jetzt? Pack deinen Scheiß woanders hin. Oh, die Traps sind super. Ja, die eine lag an Anfang kommst, die andere basically auf dem Weg. Ich bin erst schön in die eine und dann in die nächste gelaufen. Fand ich gut. Also jetzt haben wir alle Rollen. Raffi ist Engineer, Suali ist Trapper, ich bin Leiter. Ich Katze ist Hacker. Was ist Schossi, Suali? Snitch. Okay, ja, ich bin Snitch. Nice. Okay, dann bleibt ja leider nur, der Aluhut. Also, die einzige Person, die dann hier gegen das öffentliche Interesse arbeitet, ist die Person, die uns wörtlich Steine in den Weg legt, mit Hilfe von Fallen. Da wurde ich sowas von Suali, das gibt's gar nicht. Was ist dein Knechti? Ein sehr, sehr feiner Mensch. Irgendjemand hat hier nicht richtig gewotet. Mein Fuß tut weh. Ich sag den ganzen Abend über die Wahrheit. Armes Feini. Das ist gut. Armes Feini. Fuß tut weh von Feini. Das ist nicht gut, Chat. Alles gut mit falscher Chat. Ist alles nice. Das habe ich damals bei Dressrosa gemacht. Ich hatte damals bei Dressrosa, bin ich hingegangen und habe gesagt, yo, der Manga ist mir gerade zu langsam, also habe ich den Manga pausiert in dem Teil, wo Bartolomeo der Menge im Kolosseum vorgestellt wurde. Und dann hatte ich aber auch pausiert bis Whole Cake Island. Also durchgehend pausiert. Auch bei jeglichen Sachen. Und dann habe ich das alles nachgeholt und es war so wundervoll. Weil es ist halt in der Zeit, wo das gelaufen ist, sind ganze andere Animes zusammengekommen und haben sich beendet und alles drum und dran. Aber in dem Fall, alles Gucci gewesen, alles sehr, sehr gut gewesen, war alles best. Wirklich absolut best. Ich lasse hier das Ding einfach durchlaufen. Ich will lieber den Report finden als alles andere. Wenn er nicht hier oben ist, haben wir ein Problem. Es ist deine Trap, Mann! Mann, ey. Hier ist keiner. Jetzt ist aber gut, Leute. Alter, jetzt ist aber in dem Gelände, du. Was ist denn da los? Was ist hier los? Guck mal nach. Hallo there! Mann. Was sind denn das für Trollkameras? Nix Trollkameras. Also erstmal so, alle, du hast verdient, tot zu sein mit den 3 Traps da im Kreieck. Ich habe alle 3 erwischt. Also wirklich alle 3. Schade. Ja, Knechti? Hm? Du bist fein. Ich weiß. Ich habe keinen Mörder gesehen. Tschüss. Aber machen wir Schluss jetzt, oder? Ich weiß nicht, wen wir voten. Ihr seid euch alle so sicher. Achso, mich. Oh. Deswegen kamst du von der Leiche. Ich dachte, du hattest da höhere Motive. So Eiffelturm-Style. Nee, die liegt da schon Ewigkeiten. Ich bin die ganze Zeit noch drauf. Nein, nein. No. Er hat nur gewartet, bis die Snitch alle Aufgaben fertig hat. Genau. Ach so. Ja. Oh, ich hab einen Wo, ja. Ui. Aber Shoshi war nicht die Snitch. Nein, ich wollte ja Engineer. Ach was, erzähl nicht. Jetzt hab ich noch geschifftet. Ihr habt die beiden ein bisschen vertauscht. GG.
Didi. Die Leute, die sich vergessen haben, hat irgendein Call von euch Hops, uns euch Hops genommen. Nicht Hops genommen, aber ich musste halt gessen und dann habe ich Stuggi auf Leiter gemacht. Ach so. Aber es war jetzt nicht so Hops, weil ich dachte, diese Idioten haben sich verraten. Nein, das ist schon klar. Ich habe den Song gerade Aber ich sag euch hier direkt danach, ich schlaf gleich ein, deswegen. Ja,